Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren UI Unboxing. Ich hatte euch ja gesagt gehabt, dass ich diese Star Wars Serie auf jeden Fall voll bekommen möchte. Weil in den letzten paar Tagen kam ja schon mal ein 3 UI Unboxing. Deswegen habe ich mir gedacht, öffne ich heute einfach mal 4 Stück. Wer das letzte Unboxing nicht gesehen hat, kann einfach mal unten die Videobeschreibung auschecken, beziehungsweise hier oben irgendwo in mein Gesicht klicken. Da ist eine kleine Infokarte, dann gelangt ihr sofort zu meinem Video. Ich mache hier einfach mal das erste Ei auf und das Geile daran ist, es ist ja in jedem Ei eine Star Wars Figur, deswegen kann man diese Serie auf jeden Fall gut und gerne mal voll sammeln. Und hier haben wir gleich mal R2-D2 im ersten. Und das kommt wahrscheinlich so hier irgendwie rein. Ja, so R2-D2. Richtig cool, habe ich noch nicht. Das müsste jetzt die vierte oder fünfte Figur von mir sein. Zack. Hier natürlich der Beipackzettel. Ich habe hier Stormtrooper, Luke Skywalker, Yoda. Den habe ich. Upsala, Han Solo habe ich. Nicht ihn. Han Solo habe ich. Zack, den habe ich. Fünf Stück habe ich, nämlich den Notizbuch habe ich auch schon. Ja. Also habe ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Stück von, ich glaube, 11. So, packen wir mal die hier einfach so quasi unter der Facecam. Die Schokolade kommt hier erstmal zur Seite und dann machen wir weiter mit dem zweiten Tütchen, wollte ich gerade sagen. Nein, mit dem zweiten Ü-Ei. Und wir bekommen Darth Vader. Habe ich auch noch nicht. Nice. Und das kommt... Nee, das ist falsch. Das ist falsch. Wahrscheinlich hier. Ja, die Seite ist richtig. So raufdrücken und dann andere Seite noch. Und hier raufdrücken. Sehr schöne Sache. Darth Vader hier als Star Wars Figur. Also insgesamt finde ich die Figuren eigentlich nicht so atemberaubend gut gestaltet. Aber trotzdem eine Star Wars Serie in den Ü-Eiern, die muss man einfach mal voll sammeln, habe ich mir gedacht. Hier natürlich nochmal den Beipackzettel, zack, hier hinten. Kein Text leider drauf, aber ist auch egal. Zusammenfalten und neben R2-D2 stellen. Und damit wären wir schon beim dritten Ei. Zack, ich denke mal beim nächsten Mal werde ich 5 öffnen oder 7 öffnen. In jedem siebten Ei haben wir ja 7 Figuren und hier bekommen wir... Ja, zum zweiten Mal R2-D2, den muss ich jetzt nicht zusammenbauen, den lasse ich jetzt einfach mal so da drin. Ihr habt ja gesehen, es war wieder R2-D2. So, dann stelle ich das einfach mal hier hin. Und dann öffnen wir hier noch locker easy das letzte. Wisst ihr was? Nom, 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 nom. Och nö. Yoda. Habe ich auch doppelt. Kommt auch wieder rein. Vielleicht werde ich die irgendwann mal verlosen oder so. Vielleicht habe ich auch eine Komplettsammlung, denn doppelt oder so. Aber ich habe jetzt schon einige doppelt. R2-D2, Yoda und den Stormtrooper. Also 3 habe ich schon doppelt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Mir hat es wieder Spaß gemacht, Ü-Eier zu öffnen. Gerade die Star Wars Serie, die Kung Fu Panda Serie war jetzt eigentlich, ja, ein Daumen nach unten. Aber wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein paar Däumchen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem weiteren Video. Haut da rein.